Beginnen wir nun mit unserem Programm. Ich benenne das Projekt. Wir bereiten nun wieder die Bühne vor. Ich lösche die Figurkarte, füge ein neues Bühnenbild aus der Bibliothek ein, und zwar aus dem Themenbereich Weltraum, das Bühnenbild Moon. Aus der Figurenbibliothek füge ich die neue Figur Terra aus dem Themenbereich Weltraum ein. Ich verkleinere die Figur. Dann füge ich aus derselben Kategorie Weltraum die Grafik Spaceship ein, verkleinere auch diese. Und füge sie an den rechten Bühnenrand. Danach füge ich die neue Figur Blitze ein, aus der Kategorie Schloss Lightning. Verkleinere ebenfalls mit dem Werkzeug und positioniere den Blitz. Danach benennen wir unsere Objekte um bzw. Stellen die Drehrichtung mit nur links rechts fest. Bei der Figur Terra belassen wir den Namen, ändern den Drehmodus auf nur links rechts. Die Figur Spaceship benenne ich um auf Raumschiff. Und den Blitz benennen wir eben von Lightning auf Blitz um und stellen auch den Drehmodus links-rechts ein. Wir markieren nun das Objekt Terra und programmieren die Skripte für diese Figur. Wir fügen unser Startereignis Wenn grüne Flagge angeklickt ein, legen die Startposition fest, gehe zu XY, danach setzen wir mit Setzerichtung auf 90 die Ausrichtung nach rechts fest für den Programmstart und wir verwenden nun einen neuen Befehl aus der Kategorie Aussehen, und zwar geht es darum, welches Kostüm das Objekt Terra zu Programmbeginn anhat. Ich benötige dazu den Befehl Wechsle zu Kostüm. Wenn wir in das Register Kostüme wechseln, sehen wir, dass die Figur Terra automatisch vier verschiedene Kostüme zur Verfügung stellt. Und ich möchte, dass Terra mit dem Kostüm Terra A beginnt, das Kostüm Terra B können wir etwas überarbeiten, und zwar im integrierten Malprogramm. Ich wähle hier eine andere Farbe, fülle zum Beispiel den Kopfbereich, wähle Orange und fülle den Mundbereich. Wir sehen nun, dass die Grafik für das Kostüm Terra B verändert ist. Je nachdem, welches Kostüm ich hier ausgewählt habe,
wird auch die Grafik in der Bühne dargestellt. Ich wechsle wieder in den Skriptebereich und stelle nun ein, zu Programmbeginn soll unsere Figur Terra immer das Kostüm Terra A anhaben. Danach programmieren wir die Steuerung unserer Spielfigur. Und zwar wähle ich aus der Kategorie Ereignisse den Befehl Wenn Taste Leertaste gedrückt und ändere die Taste auf Pfeil nach links. Was soll passieren, wenn die Pfeil-Links-Taste gedrückt wird? Die Figur soll sich Richtung minus 90, das heißt nach links ausrichten und soll eine Bewegung machen. Ich lege das mit Gehe 6er Schritt fest. Das ist natürlich dann jederzeit änderbar. Für die Steuerung nach rechts brauchen wir im Prinzip ein gleichartiges Skript. Ich brauche dieses Skript nun nicht ganz neu erstellen, sondern dupliziere es mit Hilfe des Duplizieren-Werkzeugs oder ich klicke mit der rechten Maustaste auf den Skriptkopf und wähle Duplizieren. Es hängt nun das Duplikat an meinem Mauszeiger und mit einem Klick auf die linke Maustaste lege ich das Skript ab. Ich passe nun in diesem Skript die Einstellung an, Pfeil nach rechts, setze Richtung 90. Wenn ich das nun teste, sehe ich, dass ich die Figur von links-rechts steuern kann. Was programmieren wir nun weiter? Und zwar, dass wenn die Spielfigur Terra die x-Koordinate 170 erreicht, dann soll Terra das Kostüm Terra B anziehen, einen Klang abspielen und geschafft sagen. Das ergänzen wir im Skript, wenn das der Pfeil nach rechts gedrückt, aber zuvor müssen wir noch den Klang bereitstellen. Ich wähle dazu aus der Klangbibliothek den Klang Singer 1, der aus der Kategorie Gesang stammt, und ich lösche den nicht benötigten Klang Pop. Das Kostüm Terra B ist bereitgestellt und nun ergänzen wir im Skriptbereich aus der Kategorie Steuerung Falls dann. Falls unsere Spielfigur eine X-Position größer 170 erreicht, dazu brauche ich einen Vergleichsoperator aus der Kategorie Operatoren und zwar größer als. Danach erfüllen wir die aktuelle x-Koordinate und wählen einen Befehl aus der Kategorie Füllen, und zwar x-Position von Objekt. In diesem Fall könnte ich eine bestimmte Objekteigenschaft erfüllen und kann hier das Objekt auswählen. Ein momentaner Fehler in Scratch 2.0 ist, dass ich oftmals das eigentliche Objekt, wie hier Terra, nicht auswählen kann und Bühne eigentlich keinen Sinn macht. Jetzt kann ich diesen Sachverhalt umgehen, indem ich ein anderes Objekt wähle und hier dann diesen Befehlsblock wähle. Da ist Terra auswählbar und dann kann ich einen Befehl oder ein Skript einfach duplizieren, indem ich ihn auf das Zielobjekt ziehe und die linke Maustaste auslasse. Nun sehe ich, dass hier dieser Befehl dupliziert wurde und diesen Befehl kann ich nun hier einfügen. Falls die X-Position von Terra größer 170 ist, das kann ich im Bedarfsfall dann ändern,
Was soll dann passieren? Terra soll das Kostüm wechseln. Wechsle zu Kostüm Terra B. Terra soll einen Klang abspielen. Spiele Klang Singer 1. Und Terra soll sagen, geschafft. Danach stoppen wir das Programm. Somit sind die Skripte für Terra fertig. Ich kann steuern. Ich erreiche die X-Koordinate 170. Es ändert sich das Kostüm. Es ertönt der Klang. Und die Ansage geschafft.